So, willkommen zum nächsten Part, und zwar zum nächsten Basic Part, und zwar der Uppercut. Ja, Uppercut, wenn wir einen Uppercut schlagen, ja, auch hier haben wir relativ viel Hüftbewegung. Ja, wir haben eine Aufwärtsbewegung des Schlags, das heißt, mein Ellenbogen zeigt gerade nach unten beim Auftreffen, beziehungsweise meine Faust gerade nach oben. Auch hier haben wir eine Hüftbewegung, wir haben relativ viel Rotation bei links vorne in der Hüfte. Das heißt, wir arbeiten einmal Hüftbewegung vorne auf. Ja, einmal schön aufrecht halten. Wichtig ist, die andere Hand ist wieder am Kinn. Wir haben hier auch wieder einen Wechsel drin. Das heißt, ja, wenn ich den Uppercut schlage, ne, wandert die Faust zurück zum Kinn. Wir stehen, Uppercut, und die andere Faust wandert zurück zum Kinn. Rechts haben wir mehr Hüftbewegung noch. Das heißt, wir drehen genauso wie bei der geraden. Rechtes Knie geht zum linken Knie in meiner Auslage, also in meinem Fall der Auslage. Ja, und hier haben wir auch hier wieder Ellenbogen zeigt straight nach unten, Faust straight nach oben. Ja, auch hier haben wir einen Wechsel, ne, von der Führhand, die wir haben, wandert zum Kinn. Ja, und wir haben eine Bewegung straight nach oben. Von vorne heißt, wir haben, boom, straight nach oben, meine Faust geht zurück zum Kopf und beim Rückfahren meiner Hüfte wandert meine Führhand auch wieder weg vom Kinn. Hier auch können wir als Kombination schlagen, das heißt, wir haben einmal eine links und einmal rechts. Das heißt, wir können einmal links, drehen wir komplett wieder auf links. Ja, noch einmal links, wir haben rechts. Ja, vier Bewegungen drin, ja, wir haben eins und wir haben zwei. So, hier können wir auch als Kombination schlagen. Ja, wir haben eine Führhand, die wir schlagen. Also wir haben jetzt eine Gerade. Kombinieren wir jetzt den ersten Part mit dem zweiten Part. Wir haben eine Gerade, die geschlagen wird. Ja, und setzen jetzt, ja, Hüftbewegung bleibt dieselbe, ein Uppercut hinterher. Ja, schön locker durch, ein und gehen einmal auf. Ja, auch über zwei geht's. Ja, also wenn ich jetzt auf den linken Uppercut eingehen will, würde ich zwei Geraden schlagen, so im Anfängerbereich. Wir haben eins, zwei und wir haben drei. Ja, jetzt haben wir vier Bewegungen da drin, das heißt, wir haben eins, wir haben zwei und der Uppercut auf, nochmal auf die Handschuhe. Dann eins, zwei und wir haben drei.